Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Was da eben so schön geleuchtet hat in der Box, ist eine smarte Musiklampe. Na, klingt doch interessant, oder? Q5 Music Lamp von Ramseal. So würde ich es mal aussprechen. Das Teil steckt hier drin und das habe ich mir schon ausführlich angeschaut und muss vorab direkt mal sagen, gefällt mir echt gut. Ein schönes Ding, ich zeige es euch mal im Detail. So sieht die Lampe aus, oder der Lautsprecher, oder naja, eigentlich beides. Also ziemlich schlichtes Design, hat mich so ein klein wenig an den Apple-Lautsprecher erinnert, aber wirklich nur am allerersten Moment. Und hier oben sieht man dann, dort ist der Lautsprecher eingebaut und er bringt eine Leistung von 4,7 Watt. Dann hier runter, das ist dann der Abschnitt, wo dann später all das Lichtchen schön durchkommt, wo es schön leuchtet. Und unten haben wir unsere ganzen Bedienelemente und noch ganz praktisch sogar hier so einen kleinen Henkel. Da kann man das Teil irgendwo hinhängen oder auch so als Nachtlicht mal mit sich rumtragen, wenn man das möchte. Und ganz hinten finden wir auch noch ein paar Dinge, dazu aber gleich. Also, ich lege mal los hier mit den Bedienelementen. Wir haben einen Power-Button, Reset-Button, Mode-Button, Plus-Minus für lauter leiser, Play-Pause, Vor- und Zurückspringen, so die üblichen Kontrollen eben. Und jetzt schalte ich das Gerät einfach mal ein. Hört mal genau her. Lighting. Lighting, das heißt, ihr schaltet ein und das kommt dann direkt erstmal in den Lichtmodus. Hier auf der Rückseite haben wir auch noch ein paar Anschlüsse. Das hier sind so LED-Lichtchen dran, Micro-USB zum Aufladen. Das dauert etwa 4 Stunden und dann ist der 4000 mAh Akku hier drin wieder voll geladen. Wir haben einen Klinkenanschluss und einen kleinen Kartenleser, denn hier kann man auch einfach eine Micro-SD-Karte oder eine Mini-SD-TF-Karte irgendwie sowas reinschieben. Habe ich jetzt nicht ausprobiert, weil das hier ist für mich ein Bluetooth-Lautsprecher oder eine Lampe eben. So, also wir haben den Lichtmodus aktiviert und dann legen wir direkt mal damit los. Ich mache jetzt mal hier mein großes Licht aus, damit ihr auch einen Eindruck davon bekommt. Ganz clever gelöst zum Ein- und Ausschalten oder Wechseln der Lichtmodi ist hier oben der Lautsprechergrill touchsensitiv, denn ich fahre einmal dran und das Lämpchen geht an. Wunderbar, ich fahre nochmal dran, dann wird es heller und nochmal, dann ist es auf maximaler Helligkeit, kann man hier schön sehen, und nochmal dann dran, dann ist es aus. Also minimal, mittel, ganz hell. Wunderbare Sache, oder? Ist doch eine schöne Möglichkeit, das hier so zu steuern. Funktioniert auch wirklich in 9 von 10 Fällen sehr, sehr gut. Hier kann man es sehen, einfach drauf tappen. Super, schöne Lösung, gefällt mir. So, jetzt haben wir hier einmal unser schönes Lichtchen. Weiß ist ja schön, ne? Wenn man nachts mal auf Toilette muss, schnappt man sich das Teil hier vom Nachttisch und läuft dann damit durch die Wohnung und es sieht einfach nett aus. Aber es kann ja noch ein bisschen mehr natürlich. Hier sind ja LEDs eingebaut, also machen wir mal ein bisschen Ambiente-Modus. Gedrückt halten und es schaltet um in den bunten LED-Modus. Wir haben hier einmal grün, wieder durch drauftappen schalten wir durch. Wir haben blau, rot, etwas mehr türkises Blau. Was haben wir noch? Dann das schöne Pink. Ja, und Farbwechselmodus, ne? Der ist ja immer schön. Dann switcht das jetzt hier durch die ganze Farbpalette durch. Sehr schöner Effekt, um es irgendwo dekorativ hinzustellen. Und wenn ich nochmal drauf gehe, geht es aus. Und dann startet hier die ganze Chose nochmal von vorne durch. Also, sehr schönes Ding. Das gefällt mir echt gut. Ich bin ja ein Fan von solchen schönen Lichtlösungen und dekorativem Licht, mit Licht irgendwie was Schönes machen, eine Ecke schön beleuchten, kann man hiermit echt toll machen, gefällt mir ausgesprochen gut, damit hat das schon mein Herz direkt im Sturm erobert. Also soweit dazu, wenn ich nochmal jetzt auf diese Beleuchtung zurückgehen will, also das normale weiße Licht, übrigens 3000 Kelvin ist die Lichtfarbe oder die Lichttemperatur, wen es interessiert, einfach gedrückt halten, kurz warten. Und es schaltet wieder um ins weiße Licht. Also ganz ehrlich, diese Touch-Bedienung hier, super. Gefällt mir super gut und die funktioniert einfach sehr, sehr schön. Tolle, simple Lösung, toll umgesetzt. Da muss ich echt mal viel, viel Lob hier raushauen, aber es ist auch einfach gut und dann kann man das auch sagen. Die Leuchtdauer hier übrigens ewig. Ewig lang, keine Ahnung wie lang. 4000 mAh Akku und so ein paar LEDs, die leuchten ewig. So. Licht nochmal an, denn wir schauen uns jetzt mal, oder wir hören jetzt mal besser gesagt, hier in den eigentlichen Lautsprecher rein. Dafür drücke ich nochmal hier den Mode-Button und dann hört man schon. Bluetooth-Mode. Dass der Bluetooth-Mode eingeschaltet wurde. Das Lämpchen, man sieht es hier schön, leuchtet immer noch mit. Ich habe jetzt hier beides einfach mal eingeschaltet und dann hören wir uns das Ganze mal an.
Gekoppelt wurde hier auch schon direkt mit meinem Smartphone. Bluetooth 4.2 übrigens, Abspielzeit liegt so summa summarum bei 6,5 Stunden. Also völlig ausreichend. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal hier den Soundcheck. Da seht ihr das Ergebnis, 96,9 Dezibel habe ich hier gemessen. Das ist doch in Ordnung, oder? Dafür, dass es eine Lampe ist und der ganz schöne Effekt, dass er eben noch die LEDs bisschen im Takt mitflackern. Also wenn ich hier Pause mache, dann ist Ende. Wenn ich wieder losspiele, dann flackert das so durch. Man kann es natürlich auch in anderen Modus einfach einschalten, komplett ausmachen oder hier durchswitchen. Aber wenn man Musik hört, dann kann man auch gleich hier den Modus machen, wo es ordentlich mitblinkt. Also Leute, sehr schön zur Qualität des Tons, die ist gut. Dafür, dass das eigentlich nur eine Lampe ist in meinen Augen und ich habe die zum allerersten Mal angemacht, dachte ich, wow, also dafür ist der Ton echt gut, hätte ich so nicht erwartet. Sieht ja eigentlich nach einem recht kleinen Lautsprecherchen aus hier und viel Watt stecken auch nicht drin, aber für die Größe und für das, was er ist, liefert der einen wirklich guten, sage ich mal, Küchensound ab, dass ihr da schön Musik hören könnt, während ihr am Kochen seid oder so. Prima. Also, der verzerrt auch nicht großartig, ein bisschen Bass steckt auch mit drin, kann man sich gut so nebenbei mal anhören. Also, ich bin rundum überzeugt von dem Produkt hier, kostet so um die 25 Euro. Ich habe hier nichts dran auszusetzen, ich kann echt nicht meckern. Sehr, sehr schöne Musiklampe, Freunde. Genug gelobt, gehudelt, tolles Produkt. Ich habe es gerne getestet, mir gefällt es ausgesprochen gut und das bleibt jetzt auch bei mir, wenn ihr auch eins haben wollt. Hier unten, wie immer, findet ihr den Link und könnt euch das Teil direkt bestellen. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zusehen und wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns hier beim nächsten Video. Nur bei mir, AppleCat. Macht's gut! Moment, ich habe doch noch was gefunden, was mir nicht gefällt. Hört euch mal den Ausschaltton an. Boah, schrecklich, furchtbares Produkt. So, das war's wirklich. Bis dann! Und ich erkläre euch, wie das mit dem Abonnieren geht. Seht ihr hier unten rechts das Mi AppleCat Logo? Ja, das Runde. Drückt drauf. Na los. Da passiert nichts. Nur ein Abo. Es kostet auch nichts. Sehr gut. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.